Meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von We Are Football mit Ipswich Town. Heute mal ein bisschen später, habe es leider nicht geschafft aufzunehmen, aber die heutige Folge kommt dann trotzdem halt nur ein bisschen abends und die nächste Folge werde ich auch gleich direkt im Anschluss aufnehmen, das heißt auch übermorgen am Dienstag wird die Folge auf jeden Fall pünktlich kommen. So, wir haben aktuell den 21. Spieltag, ich glaube hinter uns, ne, genau, sind auf dem krassen 8. Rang, sind richtig gut drauf. Und als nächstes spielen wir unter anderem gegen Huddersfield. Haben jetzt keine englische Woche, was super ist auf jeden Fall. Gucken wir uns mal kurz an, ob hier irgendwas ist, was ich jetzt machen kann, wie zum Beispiel hier raus mit den Fans. Nee, okay, die sind sehr unzufrieden. Dann nehmen wir mal auf jeden Fall Connor Chaplin, der aktuell ja unfassbar gut drauf ist. So, in der zweiten Mannschaft haben wir mittlerweile ja Afi Adebayo, der sich verletzt hat. Muskelfaser ist alles klar. Auch Marke von 2,2 Millionen Euro. Das ist sehr gut. In der U19 haben wir niemanden. In der U17 sind einige Leute. Vielleicht könnte man irgendwann mal wieder jemanden abwerben. Hätte ich mal wieder Bock drauf. Zufälligerweise würde ich mal sagen, beim IK Brage. Darauf hätte ich Bock. Die Jugendmannschaft, das sind zwei gute. Termin vereinbaren. Ja. 7,4. Termin vereinbaren. Hätte ich mal Bock zu gucken, ne? So, was ist denn voll planen lassen? Die Weihnachtsfeier stimmt, ist ja schon der 7.12. Kondition, da bleibst du drin. Frische bleibt auch drin, der muss aufgebaut werden. Konditionell hier im Bussel. Gut, ansonsten kann man wieder ein bisschen durch die Mitte. Zwei Tage würde ich sagen. Dann einmal über die Außen und über Unterzahl. Und das war's dann auch schon. Dann gucken wir jetzt mal jetzt an, ob wir da wirklich wieder jemand vom IK Brag abwerben können. Jetzt muss man auch mal schauen, wo die allgemein gerade stehen. Rechter Verteidiger, ja. Ernst Marelius. 10 von 300, okay. Per Mersen 190, dann macht, glaube ich, bei Per es mehr Sinn. Spielerkontakt herstellen, ja doch, das ist kein Problem, würde ich sagen. 400.000 Euro. Völlig in Ordnung, muss ich sagen. Der ist 17, dann tun wir ihn mal erstmal noch in die Jugend. Ist der jetzt direkt eingewechselt? Ach, okay. Ja, auf den hätte ich auf jeden Fall Bock. Ido Almblatt. Ja, auf jeden Fall. 1,7 Millionen, 20 Millionen Weiterverkaufsgebühr, egal, aber der hat jetzt schon 7,4 unterschreiben. Der kann auch direkt in die zweite Mannschaft. Ich werde dich langsam aufbauen. Genau, Ausstiegsklausel 20 Mülle. Und dafür ein bisschen mehr Grundgehalt. Ja gut, 22 Mülle ist okay. Dafür verdienst du halt weniger. Okay. Shit, Mann. Na gut, aber man sieht, man sollte auf jeden Fall ein bisschen häufiger mal da reinschauen. Da gibt es echt gute Leute. Gucken wir auch mal beim WSV nach. Habe ich jetzt mal Bock, komm. Wenn ich gerade schon dabei bin, gucke ich mal in Wuppertal nach, ob die da irgendwas Gutes vielleicht dabei haben. So, Jugend, abwerben. Ah, geht gerade. Na doch, geht. Deutschland, Regionalliga West, Wuppertal. Oh, Enno Lachmann. Kann ja sogar was. Und den mal langfristig beobachten. Vielleicht findet man dann jemanden. Aber wie sieht das denn aus, wenn ich ihn jetzt beobachte? Karl Lechner, ist der jetzt hier? Scouting-Aufträge? Wo sehe ich den denn? Ach hier, ah, okay, gut. Ja gut. Dann wollen wir mal weitermachen. Hier Enno Lachmann, hätte ich mal Bock zu. Machen wir, und dann kriegt ihr wenigstens Geld, ne? Komm, Vertrag unterschreiben, zack, bis 16 Jahre jung, gehst in die Jugend. Nochmal 800.000 Euro für Wuppertal. Ihr müsst ja was mal draus machen, mal aufsteigen, was ist das? Kann ja nicht sein, dass ihr nicht aufsteigt. So, jetzt mal genug Geld ausgegeben, aber erstmal, jetzt geht's um das Wichtigste, und zwar die Liga. So, Wolfenden kommt da rein. George Hurst ist nicht so, dass er wechselt, genau, für 5,2 Millionen wechselt er ja. Dann müssen wir irgendwann mal einen Ersatzstürmer kaufen, fällt mir gerade ein. Oh.
Was jetzt vielleicht nicht ganz so schlau, dass wir ein bisschen Geld ausgegeben haben. Aber okay, ist halt so. Tramoni. Ja, West Burns hat schon mal 19, immerhin. Links kann Sam wieder beginnen. Zentral Mittelfeld. Geht mal Humphries raus. Ja, sieht gut aus. Hat Fuß, kann atmen. Let's go. Nee, heute mal ohne Belohnung. Ihr müsst auch mal ohne Belohnung gewinnen können, ne? Let's go. Wir sind 17 Punkte stärker. Super. Die sind auch nur 17 da. Aber das heißt natürlich nichts. Das ist ja klar. Ein bisschen zu wenig. Ein bisschen mehr Einsatz zeigen. Ist auch das vorletzte Hinrundenspiel. Danach ist ja schon die Rückrunde. Und obwohl ich gerade, also obwohl gerade das EM-Finale gerade live läuft, 1-0, Ipswich, sehr gut. Chaplin? Ja, Mann. Nehme ich trotzdem auf dem zweiten Monitor, beziehungsweise auf dem Fernsehen hinten, gucke ich das unten tun. Und hier wird aufgenommen. Muss natürlich sein, ne? So, George, komm mal als links außen rein. Dann haben wir noch. Ja, das reicht erstmal, ja. Mann, es steht da nur 1-0. Und dann nicht übertreiben. Ach, Platz 6. Stellt euch vor, wir steigen auf. Ob das gut wäre, weiß ich nicht, aber cool wäre es ja schon mal. Wollen wir erstmal ein bisschen neutraler spielen, ein bisschen kompakter. So, Taylor hat nur eine 4-0. Dann kommt mal Hamfüß rein. Ist halt immer der Vorteil, wenn man so viele Spieler hat, ne? Also drei mehr oder weniger auf demselben Niveau hat im zentralen Mittelfeld. Kann man immer schön rotieren und auch gucken, wer von beiden eine schlechtere Note hat. Und dann die Leute schön mal austauschen. Defensiv sind wir sehr gut. 2-0 George First. Ey, er wird immer besser. West Burns würde ich jetzt ungern spielen lassen. Tramoni soll mal rein. Menalo eher gesagt. Und dann haben wir noch Barbrook. Ne, Clark kommt rein. Und Barbrook auch. In die Innenverteidigung. Einfach mal, um beide Innenverteidiger, Stamm-Innenverteidiger zu schonen. Ne? Einsatz ein bisschen runter. Springt also hoch, wie ihr müsst. 5-2 Chancen. Und das Spiel dürfte gleich auch gewonnen sein. Macht am Ende Platz 7 mit 38 Punkten. Und die gute Form wird weitergeführt. Und das ist sowas von. Und ich muss wirklich mal gucken hier wegen. Ein Ersatzstürmer, ne? Stimmt, wir sind ja da auch dabei, ja, jemanden zu scouten. Harry Clark, komm. Ja gut, jetzt bist du stärker. Perfekt. Christian Walton ist der Nächste. Harry Clark, 9,0. Perfekt, jetzt haben wir drei Inventarier mit 9. Oder? Die haben doch alle genau 9, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt gleich mal schauen. Liam Granville. 15 Jahre jung und schon 5,6. Schön. Wo ist er denn? Genau, drei Stück mit 9. Emil Westling kann ja wieder in die zweite. Ist sogar verletzt, na super. Wie sieht es denn hier überhaupt aus beim Scouten? Genau, wir scouten hier ein paar Stück. Junge Leute, genau so war das ja. Ja, gut, mein Budget ist jetzt ein bisschen geringer, leider. Weil ich unnötigerweise einen verkauft habe. Massimo Longo. Ach so, weil der ist schon 34, deswegen hat er so wenig Marktwert. Schon gewundert. Kurz überlegt, ihn zu verkaufen, aber ich glaube, nee, werde ich nicht. Pressing gegen Pressing. Nein, das macht jetzt keinen Sinn, so aggressiv zu trainieren. Durch die Mitte und dann aktive Erholung, genau. Kondition bei dir nicht, aber dafür Frische. Du musst gar nichts. Du hast genug Frische, aber keine Kondition. Nee, dann bleibst du ja da, genau. Komme ich manchmal wirklich durcheinander.
So, let's go. Connor Chaplin wurde mal stärker. Lange Pässe. Dann wollen wir mal die Schwäche hier ausmerzen, die Kreativität. Ups. Nein. Stammspieler. Ja, 33 Jahre alt, aber noch Stammspieler. Wir haben da noch keinen Ersatz. Natürlich könnte ich sagen, okay, lass uns jetzt einfach jetzt verkaufen, weil wir tabellarisch gut dastehen, aber warum sollten wir das machen? Nein, Moment, ich muss da kurz was machen. So, okay. Stenmark wieder nur noch? Ach, 54er, ich war gerade hier bei 16. Ja, das ist doch gut. Fitoin kommt mal Crossetti rein. Harry Clark, nein. Zack. Für Hutchinson könnte man gerne Humphries mal reintun. Ja, und rechts außen George Hurst. Der macht das gut. Nathan kann, oder machen wir ihn links außen, genau. Er hat das der letzten Spiele ja sogar sehr gut gemacht, muss man sagen. Viele Tore, viele Vorlagen insgesamt. Gut. Bisschen rotiert, nicht allzu stark. Ah, es ist sogar der FA Cup. Ja, okay, dann gibt es wirklich eine Siegprämie bei einem Sieg, ne? Da würde ich gerne schon weiterkommen. Gibt ja halt Kohle, ne? Kohle ist nicht ganz so schlecht. So, erstmal ein bisschen neutral hier beginnen. Ich erhoffe mir ja sowieso, oder denke nicht unbedingt, dass wir weit kommen, aber jede Runde mehr ist doch immer super. Und könnten die letzten Euronen sein, die wir brauchen, um jetzt ein Sturmtalent zu kaufen, ne? Von den drei hat am wenigsten. Taylor hat auch die schlechteste Note. Und Tramoni kann ja jetzt eigentlich auch wieder rein, oder? Wobei, der kommt später rein. Zur 60. würde ich mal sagen. Hm, 1-0 für die Queen's Park Rangers. Jetzt nicht. Och, dein Scheiß Ernst. 1-1, George. Sehr gut. Vorher gechappeln. Direkter Ausgleich. Auf geht's, Leute. Die Queens, die Rangers sind auf jeden Fall besser. QPR. Ah, es wartet noch kurz. Ja, bis zur Verlängerung. Es müsste ja eigentlich Verlängerung geben, ne? Ja. Einen Wechsel haben wir noch. Stenmark, komm. Wir sind Vierter als der Gegner. Das müssen wir auch auf dem Platz zeigen. 14 hatte jemand. Krass. Kommt schon. Ja, man, 2-1 Connor Chaplin. Paar Minuten jetzt defensiv. Ja, weiter. Sehr gut. Next round. Spiel gedreht. Das ist doch schön. Das ist doch wirklich sehr schön. Da bin ich froh. Sprich sein erstes Tor. Erstes Wort Tor. Ja, sprich dein erstes Tor. Ah ja, genau, da wollten wir auch noch was machen. Nicht, dass wir hier noch mit Single rumlaufen. Das wollen wir ja nicht. Familie, machen wir mal hier, zack. Shopping-Tour machen. Oder eine gemeinsame Wanderung, why not, ne?
Ja, den ganzen Sonntag. Passt doch, oder? Kann man doch in Ruhe machen. So, Stoke City. Wie ändern wir es denn? Chapman hat 64 Jahre. Ah, komm, ein Spiel setzt aus. Kostet die jetzt schon platt? Was ist da denn los? Ich nehme mal wirklich die. Ich gucke jetzt nur nach Fitnesszustand, nicht nach Stärke. So. Alles klar. Let's go. Ach, ich habe noch vergessen, eine zusätzliche Ansprache zu machen, aber nicht schlimm. Ja, man sieht, wir machen das wirklich anscheinend sehr, sehr gut mit der Kondition und der Frische, ne? Da sind die Gegner auf jeden Fall nicht ganz so gut. Nathan 1-0. Tramoni mit der 8, denn Vorlagen schon. Macht Rang 7 mit 5 Punkten Rückstand einfach nur auf Rang 1, ne? Macht man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen, ist schon krass. Wie gut wir das machen, ne? Sehr gut. Das ist ja das letzte Spiel der Hinrunde, kann man sagen. Ändern tun wir nichts. Es läuft super. Direkter Ausgleich. Weil ich es gesagt habe, es läuft super, ne? Das ist klar. Ah, Mann. West Burns ist immer noch bei weitem nicht fit genug. Nehmen wir Menalo. Stoke wird besser. Na, den Punkt würde ich mitnehmen, muss ich sagen. Chaplin muss rein. So, man muss ja nicht zu viel schon. Und wie das denn mag. Komm, 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 ich will so sehr noch unbesiegt bleiben. Wie beenden wir die Hinrunde? Wir beenden die Hinrunde mit. Ah ja, 1 zu 1. Ne? Ja, gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das freut mir. Ich freue mich. Erst 6 Niederlagen. Also die Hinrunde beenden wir mit 39 Punkten. Das ist auf jeden Fall super. Konrad Schippen, Top-Torjäger zusammen mit Neil Mopai. Sehr, sehr gut. Christian Walton braucht nur noch 12 Punkte, dann haben wir wahrscheinlich einen 9,1er Keeper. Angenehm, angenehm. Ach, das ist doch schön. 3 Tage bis zum nächsten Spiel. So, jetzt haben wir also Halbzeit in der Liga, muss man sagen. Und er sieht wirklich herausragend gut aus, ne? Also, unsere Saisonziel werden wir schaffen. Jetzt haben wir 2 Heimspiele, einmal gegen die West Bromwich Albion, Tabellenerst, und den Tabellenfünften die Blackburn Rovers. Ja, das ist doch super. Das ist doch super. Jetzt wieder eine Werbeaktion durchführen. Guck mal, einen Spieler schicken. Nehmen wir mal Václav Chladký. Fanclub beschenken, komm. Bisschen Kohle ausgeben. Ist immer gut. Präsidium bei 9,90 €, das ist krass. Was für ein Unterschied, ne? Ja, aber 39 Punkte, wirklich herausragend. Saison ziehe ich Platz 20, da haben wir 16 Punkte Vorsprung. Supi. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wir haben erfolgreich halt noch jemanden aus der Jugend hier abgeworben. Wo ist er denn? Ach, wahrscheinlich kommt er später, ne? Weil wir haben doch hier von
Ica Braga jemand geklaut, gekauft. Gut, aber das war's dann erstmal von der heutigen Folge. Wir sehen uns dann pünktlich wieder in 2 Tagen um Punkt 12 Uhr, weil ich jetzt direkt die nächste Folge aufnehmen werde. Aber noch im Hintergrund natürlich, ich versuche jetzt die Folge schneller hochzuladen, damit die so früh wie möglich noch für euch erscheint hier am Sonntag. Habt einen schönen Tag und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut, ciao, tschüss, euer Dento.